Willkommen bei Flashback. Heute zu einer Review, erst einmal. Und zwar geht es heute um, ich hoffe es ist gut erkennbar, falls nicht, Dr. Doolittle. Scheiß drauf. Dr. Doolittle. Das ist ein Scheißwort, ganz ehrlich. Ich hoffe, Sie glauben nicht klar. Du, Little. Also, tu wenig. Egal. Sorry, das ist der falsche. Es geht natürlich um das Original von 1967 mit Rex Harrison. Diesen Film habe ich heute zum ersten Mal gesehen und wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ein Film aus der Zeit mich so faszinieren könnte. Dagegen ist das der letzte Scheiß. Dieser Film mit Eddie Murphy ist einfach nur Klamauk und versucht zwangsweise komisch zu sein. Der erste war auch komisch, der zweite auch, aber dann Teil 3, 4 und 5, mal ganz ehrlich, in 3, 4 und 5, da spielt er ja gar nicht mehr mit. Da geht es ja nur um die Tochter von ihm, wie ich das mitbekommen habe. In diesem Film könnt ihr die Tiere auch sprechen. Da spricht ja, glaube ich, fast jeder. Und das ist wirklich so gebaut, dass der Charakter keinen Tiefgang hat, kein gar nichts, überhaupt nichts. Und dieses hier, der Rex Harris Film von 67, hat Herz. Das sage ich nur sehr selten, dass ein Film Herz hat. Weil in diesem Film versteht er die Tiere und lernt die Sprache der Tiere. Dr. Doolittle war ein ganz normaler Arzt, der aber immer weniger mit Menschen zusammenarbeiten konnte. Es ist eine relativ tragische Rolle, muss man fast sagen, weil er versucht, Kontakt mit Menschen aufzubauen, aber er schafft es nicht, wirklich Kontakt mit ihnen zu finden. Die Menschen sind einfach für ihn das, was für uns manchmal die Tiere sind, nicht verständlich. Er hat eine Praxis und verdient ihm noch relativ wenig Geld. Seine Schwester ist abgehauen, weil er, für sie zu abgedreht war mit der Sache mit dem Tier sprechen, und er hat auch relative Probleme mit der Gesellschaft, weil die glauben ihm natürlich nicht. Die denken, das ist ein Verrückter. Da bekommt er unter anderem auch Besuch von einem Pferd, was leider das Pferd des Richters ist, und das braucht eine Brille. Ja, eine Brille. Ich habe auch eine Brille. Oder? Die brauche ich auch nur relativ selten. Aber ich setze mal provokant auf. So. Und dadurch wird er dann leider quasi vor Gericht geladen. Allerdings bekommt er kurz davor noch eine Lieferung von einem guten Freund aus, wie heißt es nochmal? Egal, aus einem Fernland, wo die Lamas herkommen. Mir fällt der Name leider nicht her ein. Und zwar ein zweiköpfiges Lama. Stoß mich ziemlich. Ich hätte ziemlich stoß mich gesagt, aber im Film wird so genannt. Und mit diesem Pferd, mit diesem Lama will er Geld verdienen, um nach der legendären rosa Riesenschnecke zu suchen. Sein Lebensziel quasi. Dass es eine Romanverfilmung ist, denke ich mal, wissen die meisten. Er hat unter anderem noch Begleitung von seinem guten Kumpel und einem kleinen Jungen und der Tochter des Richters. Nein, Tochter war das, glaube ich, nicht. Das war die Enkelin, die wie ein Mann behandelt werden möchte, weil sie quasi eine richtige Feministin ist. Sie hat keine Lust, wirklich als Frau behandelt zu werden, hat aber natürlich die gegebenen Ängste einer Frau. Also die Klischees von wegen, dass wir Gewitter Angst haben, gerne schreien, dass sie mit Tieren nicht klarkommen, oder zumindest ansatzweise, wenn nicht mit klarkommen. Und naja, um das Geld zu verdienen, geht er mit dem Lama, ziemlich stoß mich, mit dem man sich auch richtig unterhält. Macht er natürlich mit allen Tieren. Von wem er übrigens die Sprache gelernt hat, der Tiere, ist von Polynesia. Polynesia, glaube ich, ist richtig ausgesprochen. Und zwar ist das seine Papagei-Dame, die schon über hunderte von Jahren alt ist. Und beherrscht über 1000 Sprachen. Er beherrscht gerade mal 499. 499, weil er gerade die Sprache Goldfisch gelernt hat. Ja. Er geht mit dem Lama zum Zirkus. Und der Zirkusdirektor glaubt ihm natürlich erstmal nicht. Sieht es dann und fängt gleich an, riesige Shows aufzustellen, und dadurch verdienen sie über 200 Pfund. Das ist für die Zeit damals sehr viel Geld gewesen, schätze ich mal. Ja, definitiv war das viel Geld. Ist ja heute auch nicht gerade wenig. Ja, und mit diesem Geld finanziert er dann eine Reise.
Die kleineren Zwischengeschichten muss ich euch jetzt nicht unbedingt erzählen, weil der Film soll ja vielleicht auch einen Anreiz geben, dass ihr euch den auch noch anseht. Auf dem Schiff hat sich leider die kleine Dame, also nicht kleine Dame, sondern generell die Dame, mit eingenistet. Und so beginnt eine Reise voller Abenteuer, sagen wir mal so. Die typische Geschichte halt. Aber das ist ja nicht ein einfacher Film. In diesem Film ist es eine Art Musical, weil es wird viel gesungen, es wird viel mit den Tieren gearbeitet. Dieser Film hat zwei Oscars bekommen, was er definitiv auch verdient hat. Und die deutsche Synchro ist einfach schön. Sie ist wirklich gut für einen Film der Zeit. Manchmal sind halt solche Sachen, wo man eben merkt, dass die Lippensynchronisität, scheiß drauf, eben nicht immer passt. Aber es liegt halt eben auch daran, dass der Film schon extrem alt ist. Und ich habe mir den Trailer mal angesehen, der ist dann noch wie ein Original-Trailer von damals mit drauf. Und der Ton ist 1A getroffen. Der Ton und das Bild. Das Bild haben sie auf der Blu-ray quasi, möchte ich fast sagen, für die Zeit perfektioniert. Der Film geht 150 Minuten, was relativ lang ist für einen Film, aber es geht auch um drei Romane. Drei Romane wurden in diesem Buch, in diesem Film untergebracht. Damit kann man quasi sagen, dieser Film hat so viel Herz und Inhalt wie alle drei Herr der Ringe-Filme zusammen, möchte ich fast sagen. Weil für mich persönlich ist das einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Er hat keine unnötige Gewalt. Er hat Humor, der nicht irgendwie derb ist oder sowas. Das ist ein Film mit Herz. Also wenn man einen Film sehen möchte, der nicht unbedingt immer auf die Scheißwitze oder irgendwelche Fäkalienhumor aus ist, der sollte sich echt diesen Film mal ansehen. Leider ist der Sprecher von Rex Harrison in dem Film leider im August verstorben. Und das war. Das war Friedrich Schönfelder. Friedrich Schönfelder kennt man wahrscheinlich aus der Sprecherrolle von Little Britain. Der Mann, der die ganzen Kommentare dazu abgegeben hat, was echt genial war. Oder eben generell als Geschichtenerzähler. Oder eben andere diverse Rollen. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch eine Zeit lang der Sprecher von Earl Sinclair von den Dinos. Also wie gesagt, wer unbedingt mal was Besonderes sehen möchte, was wirklich großartig inszeniert wurde, ohne beschissene CGI, ohne irgendeinen Kack von wegen Spezialeffekten großartig. Das ist einfach ein Film, dem, für die ganze Familie, möchte ich ehrlich mal sagen. Der Aufbau davon ist. Oh, nee, also da geht mir echt das Herz auf, möchte ich fast sagen. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich den Film gesehen habe. Ist hier quasi ein kleines Mediabook, möchte ich fast sagen, mit kleinen Inhalten. Hier die Szene mit dem Pferd. Und ich finde irgendwie auf dem Bild sieht er ein bisschen aus wie Scrooge, wie Michael Caine in dem Muppets-Film Scrooge, möchte ich fast sagen. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Attention. Ah, bevor ich es vergesse. Für Leute, die keine Blu-rays Player besitzen oder ähnliches, muss ich leider sagen. Der Film ist bisher erst exklusiv auf Blu-ray erschienen. Also sorry an euch. Ihr würdet wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen, wenn er überhaupt auf DVD noch erscheint. Weil es ist ja so, dass viele ältere Filme jetzt exklusiv auf Blu-ray erscheinen und gar nicht mehr auf DVD gepresst werden. Also sorry an euch, aber. Attention.